Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen hier zu einem weiteren Solo-Let's Play und zwar von Agricola, dem Klassiker von Uwe Rosenberg. Hier, Deutscher Spielepreis 2008 und natürlich in der überarbeiteten Neuauflage von Lookout, letztes Jahr rausgekommen, 2016. Und ja, ich habe dazu ja jetzt auch schon eine Rezension gemacht in unserer Klassikerreihe am Sonntag. Also wer jetzt Agricola noch gar nicht kennt, der schaut sich vielleicht erstmal diese Rezension an, vor allem auch den Regelteil, weil ich werde jetzt hier nicht mehr alle Regeln im Detail erklären, sondern einfach spielen. Und ja, hier ist das neue schöne Spielbrett, eines der großen Neuerungen natürlich hier in der überarbeiteten Neuauflage, aber natürlich im Kern schon alles gleich geblieben, viel neu designt, schön gemacht und so weiter. Aber natürlich im Kern immer noch das klassische Agricola. Und gleich mal vorweg geschickt, ja, ich habe früher eine Menge Agricola gespielt, allerdings auch nicht sehr oft die Solo-Variante. Und jetzt hier in der Neuauflage ist es quasi meine erste richtige Partie Solo, also erwartet jetzt hier keine Siegpunkt, Feuerwerke. Ich hoffe vor allem, dass ich keine Fehler mache. Ich finde vor allem sehr schwierig im Solospiel immer auf diese ganzen Auffüllaktionen immer gut zu achten. Ich hoffe, da werde ich keinen Fehler machen. Und ja, gleich vorweg, was wichtig ist beim Solospiel hier, Force 3 stimmt nicht, sondern man bekommt hier immer nur 2 Holz pro Auffüllphase. Ansonsten habe ich hier natürlich, ist schon ganz cool gemacht hier, die entsprechende Wertungsleiste für einen Spieler hingeklipst, aber das zeigt einfach nur, was wie viele Punkte gibt beim Solospiel. Auf der anderen Seite wäre das für 2 Spieler hier. Ja, ganz cool gemacht. Ansonsten ist nur noch dazu zu sagen, man bekommt halt 0 Nährwerte am Anfang. Man ist ja auch sozusagen Startspieler die ganze Zeit. Und das ist sehr wichtig, meine Arbeiter, meine Hofbewohner, die brauchen 3 Nährwerte in der Erntezeit, um nicht zum Bettler werden zu müssen. Nur die Neugeborenen, also im Gegensatz zu 2 Nährwerten beim normalen Spiel, nur die Neugeborenen, die brauchen, also die nicht gearbeitet haben in der Runde, die brauchen auch nur einen Nährwert. Man kann das Solospiel ja so spielen, dass man sich die Karten aussucht. Das werde ich jetzt aber nicht tun, sondern ich werde jetzt hier, ich habe es schon gemischt, mir einfach blind 7 kleine Anschaffungen ziehen. Finde ich irgendwie auch spannender. Da müssen wir uns ein bisschen mehr, ja, mehr drauf einstellen, was einfach hier gezogen wurde. Die Lehmkuhle, oh, da brauchen wir 3 Ausbildungen dafür. Und da kriegt man beim Aktionsfeld Tagelöhner 3 Lehm. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Oh, ein Kamin. Das geht nur im Lehm- oder Steinhaus. Wenn du diese Karte ausspielst, bekommst du sofort für jede noch vollständig zu spielende Runde einen Sonderpunkt. Dafür darfst du keine Renovierung mehr durchführen. Das ist hier ein abgefahrenes Ding. Gibt hier auch -3. Aha. Interessant. Die Teichhütte geht aber auch bei genau 2 Ausbildungen. Lege auf die nächsten Rundenfelder hier einen Nährwert. Zu Beginn jeder Runde erhältst du den Nährwert. Aha. Der Gabelspaten, das ist interessant. Immer wenn du das Aktionsfeld Saatgutgetreide nutzt, in dem Moment, in dem das Aktionsfeld Ackerland besetzt ist, erhältst du zusätzlich 3 Nährwerte. Das ist eine interessante Ausbildung, oder kleine Anschaffung, Entschuldigung. Sie kostet nur 1 Holz. Und ja, ich bin natürlich nur zu zweit, aber es gilt natürlich auch, wenn ich das selber besetze. Ne? Ich also das besetze und dann das, dann bekomme ich 3 Nährwerte. Das ist interessant. Das mache ich vielleicht. Lass mal gleich mal so ein bisschen oben auf. Der Milchkrug. Immer wenn du oder einer deiner Mitspieler das Anhäufungsfeld Rindermarkt nutzt, erhalten deine Mitspieler 1 Nährwert, du 3 Nährwerte. Gut, Mitspieler gibt es nicht. Kriegt man auch Nährwerte. Zusätzlich ist auch nicht so schlecht. Rindermarkt kommt halt nicht so schnell ins Spiel. Aber ich kriege da zusätzliche Nährwerte und ich brauche ja viele im Solospiel. Das ziehe ich mir auch mal hier oben hin. Tonpfeife, auch nur 1 Leben. In der Heimkehrzeit nach jeder Arbeitszeit, in der du mindestens 7 Baustoffe neu beschafft hast, erhältst du 2 Nährwerte. Ich Baustoffe geholt habe. Oh, das weiß ich jetzt nicht so recht, ob ich das machen werde. Und der Korb, immer wenn du ein Anhäufungsfeld für Holz nutzt, kannst du sofort danach 2 Holz gegen 3 Nährwerte tauschen. Das Holz, das du dabei abgibst, kommt auf das Anhäufungsfeld. Das finde ich auch cool.
Okay, also das finde ich ziemlich gut und den Gabelspaten. Ist beides. Ja, ich habe ganz gute kleine Anschaffungen. Also die sind halt, na, da braucht man so viele Voraussetzungen, aber die sind halt stark, die keine Voraussetzungen haben und auch wenig kosten. Ganz gut gezogen, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir nochmal, was wir hier für Ausbildungen ziehen. Ich habe natürlich die raussortiert hier, die nicht für ein Spiel, für Solospiel gedacht sind. Kriegen wir auch 7. Schauen wir mal rein. Der Gelehrte. Sobald du im Steinhaus wohnst, kannst du immer zur Runden bringen. Für einen Nährwert Ausbildungskosten eine Ausbildung oder für ihre Baukosten eine kleine Anschaffung spielen. Im Steinhaus. Oh ja, aber da muss man im Steinhaus wohnen. Das ist natürlich erstmal, muss man erstmal schaffen. Saisonarbeiter. Aktion für Taglöhner nutzt, erhältst du zusätzlich ein Getreide. Teilweise ein Gemüse. Runde 6. Aber dieser Tagelöhner, ich glaube, den benutze ich gar nicht. Weil das Problem ist ja, der Tagelöhner ist ja dieses Feld, was man eigentlich nur nutzt, wenn man nichts anderes nutzen kann. Im Solospiel ist es aber unwahrscheinlich, dass das passiert, weil ich habe ja immer alles frei. Also das glaube ich nicht, dass ich das machen werde. Stallarchitekt, bei der Wertung bekommst du für jeden nicht eingezäunten Stall auf deinem Hofplan einen Sonderpunkt. Da müsste man viele Ställe bauen, die man nicht einzäunt. Krämer. Staple deine Waren wie aufgestellt auf diese Karte. Für je einen Nährwert kannst du jederzeit die oberste kaufen. Das ist interessant. Das nehme ich mal ein bisschen weiter oben hin. Wenn du diese Karte ausspielst, erhältst du im Spiel 1, 2, 3, 4 Spielern sofort 2 Getreide, 3 Leben, 2 Schilf, 2 Schafe. Weiß ich nicht so recht, kriegt man einfach sofort was. Geologe, immer wenn du eines der Anhäufungsfelder Forst oder Schilf nutzt, erhältst du zusätzlich ein Leben. Ab 3 Spielern gibt es diesen Leben auch in der Lehmgrube. Ja, zusätzlicher Lehm. Lehmhüttenbauer, lege, sobald du nicht mehr im Holzhaus wohnst, auf die nächsten 5 Runden je 2 Lehm. Du beginnst diese Runde, zu Beginn dieser Runden erhältst du den Lehm. Na, ich glaube, den Krämer finde ich ganz witzig. So als erste Anschaffung. Naja, mal gucken, wie wir da voranschreiten. So, dann geht's los. Ja, und die Runde beginnt natürlich damit, dass wir die erste Rundekarte aufdecken. Was haben wir hier? Die Kornverwertung, Aussehen und oder Brot backen. Ja, als erste Aktion. Und natürlich wird jetzt aufgefüllt. Wie gesagt, ich hoffe, ich mache da nichts falsch. Ich versuche es jetzt auch mal so zu machen. Das wird in der Anleitung gesagt. Man legt es zuerst auf die Felder und erst wenn man fertig ist, schiebt man es rüber. Das soll verhindern, dass man irgendwas vergisst oder man kann es dann eben auch bei mehreren Spielern kann man sich gegenseitig helfen, alles aufzufüllen. So. Habe ich alles aufgefüllt? Ja, also 2, 1, 1, 1. So, und jetzt geht's los. Was machen wir denn als erstes? Also ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht so gleich mal hier das hier machen soll. Das Problem ist natürlich, diese kleine Anschaffung, die müsste ich dann hier, wo ich dann Startspieler werde, und oder eine Anschaffung, ist natürlich auch so ein bisschen blöd. Aber jetzt natürlich ein Auffüllfeld holen bringt nichts, weil es ist einfach noch zu wenig Zeug. Ich könnte die Ausbildung, dann hätte ich gleich den Krämer, da bräuchte ich aber Nährwerte dazu. Nee, da mache ich jetzt den Gabel, da mache ich jetzt tatsächlich so, mit dem einen hole ich mir hier gleich den Gabelspaten, weil ich halte das wirklich für ein relativ starkes Ding. Ah, das kann ich ja gar nicht. Ich brauche hier ein Holz. Ah. Ja. Soll ich mir gleich dann das Holz holen? Aber ich brauche ja gleich, ich brauche ja auf jeden Fall mehr. Und ich hole mir, ah, ich weiß, was ich mache. Genau. Ich hole mir jetzt tatsächlich das Schilf, weil ich hole mir erst den Korb. Ich hole mir das Schilf. Ich lege meine Sachen hier so ein bisschen hin, damit es nicht irgendwie durcheinander gerät mit den Sachen. Ich hoffe, das funktioniert gut. So, und dann hole ich mir quasi hier den Korb. Ja. Muss nur gucken, wo ich das mit den Karten mache, dass das klar ist. Ja, so mache ich es. Ne? Das sind die Stapel. Und das habe ich jetzt, und das muss ich natürlich dann auch gleich wieder abgeben. So, und das war's schon. Ja, so schnell kann es gehen. Die kommen wieder zurück. Und es wird wieder aufgefüllt. Schönes Material natürlich hier mit den ganzen. Uch, die Schafe und das Schilf haben sich ein bisschen ver. So. Achso, und natürlich wird zuerst die Karte aufgedeckt.
Der Zaunbau. Naja, bringt jetzt noch nicht so viel, würde ich sagen. Okay, jetzt habe ich den lustigen Korb. Und jetzt werde ich den natürlich gleich einsetzen. Das heißt, ich hole mir auf jeden Fall mal das Holz und mache jetzt, werde jetzt sofort zwei Holz gegen drei Nährwerte tauschen. Aber das bleibt eben auf dem Anhäufungsfeld, sodass ich es dann wieder einsammeln kann. Das ist eigentlich ziemlich cool, würde ich sagen. Und dann kriege ich jetzt drei Nährwerte dafür. Ja. Und als zweites hole ich mir jetzt die andere Anschaffung, glaube ich. Ich hole mir jetzt, glaube ich, wo ist sie denn? Den Gabelspaten. Ist das eine gute Idee? Ich finde den halt cool, weil dann kann ich halt das machen, kriege auch Nährwerte geschenkt. Auf der anderen Seite, ich habe das jetzt ja mit dem Forst schon, vielleicht brauche ich das auch nicht. Vielleicht brauche ich das einfach jetzt auch nicht. Dann lieber vielleicht erstmal die Ausbildung holen, dann habe ich nämlich auch eine Möglichkeit. Für einen Nährwert dann solche Sachen zu kaufen. Ist halt stark, weil dann kriegt man auch so Sachen. Ja, ist vielleicht ganz coole Idee. Ach, ich probiere es einfach mal. Hier Unterricht, die erste Ausbildung ist kostenlos. Und da werde ich tatsächlich jetzt mir den Krämer holen. Jetzt muss ich mal kurz hier, das ist natürlich jetzt ein bisschen. Was kriege ich denn da alles? Zwei von denen. Zwei Gemüse, Lehm. Das ist auf jeden Fall eine sauwitzige Karte. Ich glaube, die hatte ich noch nie in meiner Agricola-Karriere. Auf jeden Fall ein guter Grund, mal damit zu probieren. So, stapeln wir das mal. Ein bisschen Tier auf Tier Minigame im Agricola mit drin. Okay, und jetzt kann ich eben jederzeit, wenn mir was fehlt, schon ganz cool, es hat so ein bisschen Flexibilität. Für je einen Nährwert die oberste kaufen. Wenn ich Nährwerte übrig habe, kann ich dann jede Menge so Sachen kriegen. Das ist schon cool. Das war's schon wieder. Ja. Heute kommt zurück. Noch zwei Runden, dann ist Ernte. Noch fehlt mir Nährwert. Aber ich meine, ja, alles gut. Wir werden es schon irgendwie deichseln. Oh, eine große Anschaffung oder kleine Anschaffung. Groß oder klein? Ha. Auffüllung. Okay. Lehm, Schilf, Nährwert. Okay. Also, ja, bist du gleich reingetan. So, gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen mal langsam anfangen hier mit Acker und so weiter. Wir wollen ja vielleicht da schon von profitieren, dass wir hier schon ernten haben. Gut, das heißt, wir werden jetzt einfach mal einen Acker pflügen. Mal die Acker da hinten hin auf unserem Tableau. Und dann holen wir uns noch ein Getreide, damit wir damit auch was anfangen können. Oder sollen wir uns das nachher da mitkaufen? Das wäre natürlich eine Option. Was könnte ich stattdessen machen? Nochmal Holz holen. Aber Holz hole ich mir auf jeden Fall. Ich hole mir auf jeden Fall hier nochmal Holz. Damit ich nochmal Nährwerte kriege. Dann bin ich nämlich versorgt. Das ist ganz cool. Naja, ist besser. Na okay, dann nehme ich ja halt das hier. Okay. Gut, das war's schon wieder. Es geht so schön schnell. Am Anfang man hat ja auch nur zwei Leute. Und die nächste Runde beginnt schon wieder. Der Schafmarkt. Endlich ein neues Auffüllfeld. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass die jetzt als letzte gekommen ist, sonst hätte die hier schon schön Schafe angesammelt. Tja, so ist es halt manchmal. Ein Schaf. Zwei. So, zack. Ich mache das eigentlich mal so. So. Ukidokili. Also ich hatte ja schon einen Plan. Genau, ich wollte mir nochmal hier das hier
holen und mache dann wieder das hier. Zwei Holz gegen drei Nährwerte, aber die zwei bleiben einfach hier. Das ist schon ganz geil. Man einfach kostenlos Nährwerte und man behält eben trotzdem das Holz. Das ist natürlich vor allem Solospiel stark, weil es einem niemand wegnehmen kann. Und drei Nährwerte. Und damit bin ich auf jeden Fall versorgt. Jetzt die Erntezeit kommt. Ich brauche sechs, weil ich habe ja zwei vollwertige Arbeiter. Und was mache ich mit dem zweiten? Ach ja, genau. Ich wollte natürlich aussehen. Brot backen kann ich natürlich nicht. Aber ich wollte halt auf jeden Fall, damit ich die Ernte auch nutzen kann, hier einmal aussehen. Und damit kann ich natürlich hier gleich schon mal neues Getreide. Fertig. So, Leute kommen zurück. Es kommt zur Ernte. Das bedeutet, ja, Tiere habe ich leider noch nicht. Ich kriege hier ein schönes Getreide, habe ich abgeerntet. Und jetzt muss ich essen. Meine ganzen Nährwerte gehen in den Bach runter, weil ich zwei Leute habe. Zweite Spielphase. Der westliche Steinbruch kommt ins Spiel. Und dann wird aufgefüllt. So, erstmal schon ein bisschen mehr konzentrieren, dass hier nichts schief geht. Schon mal ordentlich Lehm angesammelt, habe ich noch nie abgeerntet. Muss ich vielleicht mal machen. Fisch fangen. Wird auch immer voller. Okay. Los geht's. Ja, noch kein Familienzuwachs da. Jetzt ist guter Rat teuer. Die Frage ist so ein bisschen, auf was ich gehen soll. Ich habe jetzt schon mit Ackerbau ein bisschen angefangen. Aber ich brauche ja alles. Wenn man nämlich, ja, beim Agricola nicht zu vergessen, man kriegt Minuspunkte, wenn man was nicht hat. Also wir sollten schon versuchen, irgendwie alles. Ich habe jede Menge Holz, das ist schon mal gut. Jede Menge Holz, 2, 4, 6 Holz. Ich könnte mir, ja, 6 Holz. Damit könnte ich ja schon mal anfangen, hier so ein bisschen Zäune zu bauen. Und mein, ja, da kommen noch mehrere Schafe dazu. Vielleicht hole ich mir dann hier die Schafe. Ne? Damit da gleich ein paar mehr sind. Ich könnte die Zäune bauen. Lehm bringt mir momentan noch nicht so viel, es sei denn, also da habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Milch bringt erst bei Rindermarkt was. 7 Baustoffe neu besorgt. Weiß nicht, ob ich das so oft machen werde. Kamin finde ich ja auch ganz witzig, aber ich glaube, das mache ich nicht. Und dann nochmal kurz die Ausbildungen. Nee. Sobald ich im nicht mehr im Holzhaus wohne. Vielleicht den Lehmhüttenbauer noch, aber nicht jetzt. Okay, außerdem muss ich überlegen, dass ich vielleicht auch mal anbauen muss, weil ich glaube, es kommt ja jetzt die Familienzuwachs und das will ich ja auf jeden Fall machen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal Schilf holen. Das sind jetzt 4 Schilf. Na gut. Aber ich werde auf jeden Fall auch noch mehr Ackerland, möchte ich noch. Cool. Vielleicht mache ich es dann erst, wenn das abgeerntet ist, damit ich dann doppelt aussehen kann. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Na gut, dann werde ich jetzt als erstes tatsächlich mal Zäune bauen. Ja. Oder ich baue gleich, ich kann natürlich auch hier, warte mal, das wäre auch eine Idee, einen Stall bauen einfach. Auf jeden Fall auch noch mal Holz. Ah, man darf immer nicht. Na gut, nee, dann mache ich doch anders. Dann hole ich mir jetzt einfach. Ich mache jetzt erstmal so ein paar Vorbereitungszüge, um noch ein paar hier mehr abzusagen. Ich werde mir jetzt das Lehm holen. Und dann hole ich mir den Schilf. Ist jetzt gut. Ich hoffe, das geht auf. Ja, es geht auf, weil ich mir einmal Fischfang hole und dann bin ich da gut. So, okay, das war's.
Das war jetzt ein riskanter Zug, so ein bisschen. Ah, jetzt kommt die Renovierung, aber die ist für mich jetzt erstmal unwichtig. Jetzt kommt der Steinbruch, noch ein Schaf. Lehm, Schilf, Essen. Okay. Ja, weil ich hatte jetzt gesagt, ich will auf jeden Fall nochmal, um da ein bisschen mehr machen zu können, wollte ich mir nochmal Holz holen. Und ich werde mir eben wieder drei Nährwerte geben. So, ich schaue mal hier oben hin. Jetzt mache ich die Zäune und danach hole ich mir die Schafe. Ja, genau. Und eventuell einfach einmal Fisch fangen, was soll's. Genau, hier Zäune, ein Holz. Und jetzt muss ich mal überlegen, ich will vielleicht da noch einen Stall bauen. Und nee, ich brauche vor allem einen Raum eventuell noch. Das bedeutet also, ach, warte mal. Hier kommt, wenn ich jetzt hier gleich das Baby holen will, das kommt nämlich jetzt, dann brauche ich ja einen Raum und das Baby, dann habe ich keinen Mann mehr frei. Dann mache ich, glaube ich, doch erst den Raum. Ja. Mache ich jetzt erst den Raum. Ja, weil dann kann ich das nicht mehr holen. Mache jetzt den Raum für 5. Soll ich das gleich doppelt machen? Nee, das mache ich nicht. Weil dann fehlt mir, ich will auf jeden Fall auch einen Stall bauen. Vielleicht einfach auch 2 Ställe, dann könnte ich die nämlich einfach so unterbringen. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, 2 Ställe. Also 5 und 2 für einen Raum. Ja, das wären sonst alle, das ist nicht so gut. Ja, 5 und 2 für einen Raum. Und dann noch, soll ich dann gleich 2 Ställe holen? Dann bin ich gut ausgerüstet. Ja, warum nicht? Man muss versuchen, effektiv zu sein. Oder vielleicht einfach 3 Ställe. Dann habe ich schon für alle Zeiten, brauche ich irgendwo noch ein Holz? Nee, hier kriege ich das, dann hole ich mir einfach das Essen. Genau, 3 Ställe. Dann bezahle ich das hier, weil ich nachher mir das holen werde. Tatsächlich. Nutze meinen Krämer. Ja. Und hol mir 3 Ställe. Fantastisch. Und ich baue mal einfach mein Haus, baue ich immer hier so oben hin. Und werde es hier einfach schon sozusagen hier vorbereitend, ja, für meine Viehzucht. Und dann werde ich hier einen großen Korall machen und dann hier noch so 2, vielleicht einfach 2 kleine. So, ja. Ja. Okay. Das war's, richtig? Das war's. Ja, komm zurück. Karte wird aufgedeckt. Ja, der Kinderwunsch, ist ja klar. Ich will doch Kinder, nur mit Platz. Ich habe Platz, sehr gut. Es wird aufgefüllt. Das wollten wir so machen. Das ist schon ein ganz guter Gag hier, damit man es nicht... Wenn ich vergisst, wo hat man schon aufgefüllt und wo nicht. So, alles fertig. Runter. Und jetzt habe ich doch eigentlich schon gesagt, was ich will. Ich brauche auf jeden Fall die Nährwerte, sonst verhungere ich nämlich einfach. Fischfang einmal, ernte ich das ab. Dann ordentlich Nährwerte, sehr gut. Und dann hole ich mir das Kind. Komm hier ein Kind. Zack, das kostet mich, wie gesagt, nur einen Nährwert. Und danach eine kleine Anschaffung. Kann ich da noch irgendwas machen, was irgendwie Sinn macht? Da fehlt mir jetzt tatsächlich das Holz. Ich könnte einfach den Milchkrug schon mal holen. Kriege ich wieder Nährwerte, wenn ich den Rindermarkt... 7 Baustoffe erhalte ich 2. Das kann ich alles nicht. Also entweder die Tonpfeife oder der Milchkrug. Wenn du mindestens 7 Baustoffe neu beschafft hast.
ich immer sieben Baustoffe. Sieben Baustoffe. Ist die Frage, wie oft. Aber Rindermark nutzen werde ich auch nicht sehr häufig. Vielleicht nehme ich doch die Tonpfeife, weil es ist zumindest möglich, dass ich das öfter benutze. Allerdings erhalte ich 3 und hier 2. Aber Rindermark werde ich maximal 2-mal benutzen, würde ich sagen. Vielleicht auch nur 1-mal. Also ich nehme die Tonpfeife. Also wird sich zeigen, ob es was da besser gewesen wäre. Kostet 1 Lehm. Okay, so, dann ist Erntezeit. Dazu wird natürlich, die kommen zurück. Und ja, das, also ich muss 7 Nährwerte bezahlen. Das Neugeborene, das nicht gearbeitet hat, nur 1. 3, 6, 7, habe ich noch 2. Ah, der Fischfang war erfolgreich. So, dann gucken wir mal. Dritte Spielphase, Saatgut, Gemüse. Aber ja, das ist natürlich jetzt beinhart hier, ne? Weil das jetzt gleich, ich muss jetzt wirklich gucken. Ja, hier ist gleich schon wieder geerntet, das ist echt hardcore. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das, ich muss mir unbedingt, glaube ich, jetzt eine Anschaffung besorgen, um hier anzufangen, hier Sachen umzutauschen und so weiter. Aber jetzt werden wir erstmal auffüllen und dann überlegen, wie wir dieses Problem lösen. Das muss ich dann natürlich jetzt mal mit den Tieren anfangen. Aber ich habe jetzt zum Glück jetzt auch einen Mann mehr, das ist sehr gut. Aber ne, auch hier wieder, also ich habe jetzt nicht, was die Aktion angeht, ich glaube ich jetzt nicht das meiste Glück gehabt. Der dritte Mann kam hier ganz am Schluss, scharf, ganz am Schluss. Wenn das Schaf natürlich hier oben ist, dann sind hier schon jede Menge Schafe. Wenn das hier oben ist, kann man viel früher einen Mann kriegen. Naja. Mal so, würde ich sagen. Okay, also. Wir müssen gucken, dass wir hier gleich, dass wir hier halt gleich, wir haben jetzt auf jeden Fall Ställe. Holz ist immer noch recht viel da, außerdem kriegen wir natürlich auch da Nährwerte. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich lieber da nochmal Holz, um dann hier die Zäune bauen zu können. Auf jeden Fall sollte ich mir dann... mal das Schaf holen, würde ich sagen. Die Schafe brauche ich auf jeden Fall. Kann ich die jetzt auch unterbringen? Ich kann die ja schön umbauen. Ich probiere mal. Also das heißt, hier können jeweils immer einfach eins, also wo einfach nur ein unumzäunter Stall ist, kann einfach ein Schaf sein. Achso, und dann könnte nur noch eins im Haus sein. Dann könnte ich eins nicht nehmen. Das ist auch kacke. Nee, ich muss zuerst gucken, dass ich Zäune baue. Das ist einfach jetzt ganz wichtig. Und wie viel kriege ich da? Ich meine, ich könnte natürlich überlegen, ob ich einfach das Nährwert nicht nehme, aber das ist auch bescheuert. Kriege ich 4, könnte ich 4 Zäune, das ist aber viel zu wenig. 2, 3, 4. Ja, doch, das würde reichen. Oder ich mache erstmal die große, ich muss mal auch überlegen, große Anschaffung. Vielleicht mache ich das zuerst, dass ich gleich was Ordentliches... dass ich Brot backen kann. Dass ich gleich die Kochstelle... Ich meine, ich habe jede Menge Lehm. Ich könnte mir einfach schon mal die Kochstelle holen. Ja, das sollte ich mal machen. So. Dann mache ich auf jeden Fall hier, hole mir die Kochstelle, die begünstige natürlich. Für 4. 4 Lehm, das habe ich nämlich einfach hier so. Zack. Damit kann ich auf jeden Fall Brot backen. Ist halt die Frage, ob ich Aussehen erst dann nochmal machen soll, um es dann sozusagen eine Aktion zu sparen und dann einfach beides zu machen. Aber ich habe halt echt da noch nicht sehr viel Sachen, ne? Und hier kommt, glaube ich, ja schon die nächste Tierart, die dann sich aber nicht vermehrt. Ist auch blöd, ne? Dass die jetzt hier hinkommt. Sonst hätte sie sich schon vermehren können. Ist auch doof, dass ich die, dann nehme ich die nicht. Gut, dann nehme ich aber auf jeden Fall, ach komm, ich mache das, ich nehme jetzt das hier, lasse 2 da liegen, nehme 4,
Krieg 3 Nährwerte. Jetzt habe ich 4 genommen. Ich müsste jetzt nochmal 3 Baustoffe nehmen, um nochmal 2 Nährwerte hier zu kriegen. Vielleicht mache ich einfach das. Ja. Ich mache einfach das und hole mir nochmal Schilf. Ich hole mir einfach nochmal Lehm. Und nutze hier meine Tonpfeife. Jetzt habe ich nämlich 7 bekommen, kriege nochmal 2 Nährwerte. Auch eine witzige Art, sich Nährwerte zu besorgen. Und ich habe jetzt schon, fehlen mir noch 2 Nährwerte, dann bin ich schon wieder da, wo ich sein will. Gut, die Leute kommen zurück. Ungewöhnliche Partie, finde ich. Ja, jetzt eben wie erwartet kommt der Schweinemarkt. Forst. Lehm. Okay, einmal kontrollieren, habe ich alles? Jawohl, die Schweine kommen runter, alles runter. Okay, also klar ist jetzt, dass ich auf jeden Fall Zäune bauen muss. Soll ich mir nochmal 2 holen? Nee, nee. Also ich baue auf jeden Fall Zäune, das ist ganz klar, für meine 4 Holz. Kriege ich 4 Zäune. Schon mal ein Ding, natürlich das hier, damit es beiden hilft, so einzukesseln. Dann hole ich mir auf jeden Fall die Schafe. Da passen jetzt 4 rein. Da jeweils 1. Und dann habe ich noch einen, muss jetzt noch mal kurz nachdenken, ja, aber ich kann ja so, Aktion Brot backen, dann müsste ich sozusagen, müsste ich ein Schaf aufessen, was ich auch machen kann, Kochstelle, ja gut. Ich pflüge einfach einen Acker und den werde ich dann, na, beim nächsten Zug habe ich es dann schon und kann dann schön, so, gut, das war's. Komm zurück, Erntezeit. Okay, also ich brauche 9 und habe natürlich keinen 9, aber ich kann ja, habe ja gesagt, ich esse einfach ein niedliches Schaf auf für 2. Das heißt, ja, und das müsste es dann machen. 9. Okay. Und dann wird natürlich auch noch geerntet. Schafe vermehren sich. Ja, ich habe auch nicht das aufgegessen, was sich vermehrt oder sowas. Ja. Und ja, dann gibt es natürlich, wird wieder aufgefüllt. Das war's, ne, für die Ernte. Nochmal kurz überlegen. Ja, nee, alles klar, ich habe hier abgeerntet. Also neue Runde. Östlicher Steinbruch. Noch mehr Steine, wer braucht denn sowas? Das ist im Solospiel jedenfalls nicht. Und aber jetzt könnte ich mir natürlich auf jeden Fall die Schweine holen, damit die sich auch vermehren. Forst noch. Lehm. Schilf. Fischfang. So, ich denke, das war alles. Gut. Also die Frage ist, ob ich mir vor allem auch nochmal einen Mann hole. Kriege ich das irgendwie hin? Ich kann ja auf jeden Fall auch Brot backen. Das ist nicht schlecht. Diese Öfen. Den Steinofen. Ich habe auch doch, ich habe Lehm. Ich könnte mir natürlich den Steinofen holen und dann ordentlich Nährwerte produzieren, um mir dann noch einen Mann zu holen. Aber kriege ich das hin? Also ich müsste eine große Anschaffung machen. Eine große Anschaffung für den Ofen. Dann will ich auf jeden Fall einmal aussehen. Das ist ganz klar. Dann kann ich Brot backen. Brauche aber, bevor ich den Ofen kaufen kann, auf jeden Fall einmal Stein.
wofür ich ja auch Nährwerte bekomme. Also ich hole mir den Stein, den Ofen und mache einmal aussehen. Und dann hätte ich es schon. Dann hätte ich auf jeden Fall aussehen und dann mache ich auf jeden Fall, und dann im weiteren Schritt hole ich mir den Kinderwunsch, beziehungsweise vielleicht mache ich das eben jetzt zuerst. Oder ich spare dann, wenn ich es hier mache, dann spare ich auf jeden Fall 2 Nährwerte, weil der halt nicht arbeitet. Und dann habe ich ihn halt auch nicht. Kann ich den überhaupt so schnell kriegen? Weil ich brauche hier ein Lehm, um noch einen Ausbau zu machen, bräuchte ich auf jeden Fall, muss ich einmal mir das... Ja, ich muss nur einmal Holz holen. Einmal Holz, dann bauen und dann gleich Kinderwunsch. Und im nächsten Schritt, ja, so mache ich es. Also, Holz, lass wieder 2 da. Nährwerte kann man immer brauchen. Ja, 3 Nährwerte für meinen schönen Korb. So, Holz. Bau doch mal an. Es geht nicht, weil ich hier ein Holz zu wenig habe. Und hier ist auch kein Holz mehr da. Das bedeutet, ich muss doch hier, diesmal kann ich die Nährwerte nicht holen. Ist halt so. Brauche ich das ganze Holz. Für 5 Holz. Für 5 Holz und 2 Schilf, die habe ich noch. Das habe ich gut gemacht, dass ich da einmal einfach so Schilf geholt habe. Nochmal ein Zack und nochmal Kinderwunsch. Ah, danach kann ich auch nochmal eine Anschaffung machen. Kann ich da noch irgendwas Sinnvolles machen? Hier, da hätte ich dieses eine Ding da. Bringt das was? Das Ackerland? Nee, das bringt nichts, weil das +1 Getreide werde ich nie mehr machen. Dann hole ich mir den Milchkrug. Dann halte ich halt einmal 3, ja, hole ich mir nämlich, ich gucke, was soll's. Okay, so. Hoffe mal, dieses Lehm fehlt mir nachher nicht. Okay, das war's. Leute, kommt zurück. Aha, der Rindermarkt. Zack. Jetzt hoffe ich wirklich, dass das eine gute Idee war, hier den Mann schon zu holen, um dann nochmal was machen zu können. Ich glaube, ja, ich spiele Agricola auf jeden Fall immer lieber mit vielen Leuten. So, okay. Ah, hier habe ich was vergessen. So, tatsächlich. Aber der zweite Steinbruch, den werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Jede Menge Schilf. Okidoki, jetzt muss ich natürlich gucken. Ich habe überhaupt keine Nährwerte. Hilfe! Aber ich habe ja jetzt die... ich wollte mir ja den Steinofen noch holen. Genau. Das heißt, ich hole mir einmal, zack, ordentlich Steine. Und weil ich so viele hole, kriege ich auf jeden Fall auch schon mal gleich hier die, weil es nämlich schon 7, 2 Nährwerte. Und dann hole ich mir den Steinofen mit der großen Anschaffung. Das ist immerhin auch 3 Siegpunkte wert, sollte man nicht vergessen. Ne, mit einem Lehm und 3 Stein. Ah, wenn du diese Anschaffung kriegst, erhältst du sofort eine Aktion Brot backen. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht mal unbedingt gebraucht, weil ich werde hier auf jeden Fall auch noch aussehen. Oh, wenn ich jetzt nochmal ein Ackerland hole. Ah, aber ich kann mir da noch eins holen. Sehr gut, das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt meinen Krämer einsetzen. Weil ich will auf jeden Fall mir nämlich nochmal ein Ackerland holen. Reicht mir das dann?
Müsste ich mir, ah, warte mal, genau. Ich kann mir ja hier nochmal, ich hole mir dann das Gemüse für das Ackerland. So mache ich es nämlich. Wenn ich nämlich jetzt hier, dann werde ich mir nämlich hier, die werde ich zwei nehmen, ja, sofort Aktion Brot backen. Und krieg dann 8, hol ich mir schon schön 5er, 8 Nährwerte. So. Genau, und dann kaufe ich mir hier runter für 3 Nährwerte. Ich hoffe, das passt, aber ich habe ja jede Menge Schafe noch, die ich noch veressen kann. So, 1, 2, 3. 3 Nährwerte jederzeit kann ich hier meinen Krämer benutzen. Zack. Und jetzt hole ich mir nämlich noch einen Acker. Peng. Und mache jetzt hier ordentlich aussehen. 1, 2, 3. Dann holen wir die Viecher, die muss ich mir natürlich noch holen. Gut, so, 1, 2. Ja, ich kann ja dann auf jeden Fall. Nur Brot backen kann ich halt jetzt nicht nochmal. Ich hätte jetzt und oder Brot backen, aber das geht natürlich nicht. Jetzt habe ich 6 und ich brauche aber 12. Ja. Ich brauche 12. Habe ich mich jetzt völlig verrechnet. Es fehlen mir 6. Ich meine, ich kann natürlich jede Menge, aber da müsste ich jede Menge von den Viechern essen. Ich müsste 3 Viecher essen. 3 Schafe. Ja, gut. Ist halt so. Okay. Fertig. Erntezeit. Komm zurück. Ich habe 6, brauche nochmal 6. Ja gut, also es gibt 2 Möglichkeiten. Ich könnte natürlich, aber das Brot backen kann ich jetzt natürlich nicht. So, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, einfach schön Schafe essen. Ich kriege ja, ich kriege 1, 2, 3 und dann habe ich immer noch genug Elterntiere, dass ich nochmal eine Vermehrung bekomme. Ja, so, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. 3 habe ich abgegeben, 1 habe ich wieder bekommen als Vermehrung und damit bin ich satt. 6 und 6 sind 12. 4 mal 3. Gut. Dann, ja genau, abgeerntet habe ich auch schon. Kommen wir in die 5. Spielphase. Dringender Kinderwunsch, auch ohne Platz. Könnte ich meinen letzten Mann holen. Puh, jetzt bin ich schon ganz schön. Also ich muss auf jeden Fall jetzt hier auch noch die restlichen Tiere mir besorgen. Das ist ganz wichtig. Außerdem muss ich natürlich gucken, dass ich auch mein Tableau noch ein bisschen voller kriege. Okay, hier Steinbruch. Gut, also 2 Rinder, das wäre natürlich nicht schlecht, dann vermehren die sich nochmal. Schweine werden sich auch schön vermehren. Schafe habe ich ja genug. Gut, ich habe das mit den Brotbacken gar nicht so benutzt. Ich müsste halt nochmal einsehen, um halt. Könnte ich auf jeden Fall einmal machen. Das ist ja dann abgeerntet. Nach der Phase, dann sehe ich hier nochmal ein, mache da nochmal ordentlich Brot backen. Oder ich hole mir nochmal einen Acker. Ja, das ist auch nicht schlecht. Und mache das einfach nochmal, sehe nochmal ein. Einfach nur, um Brot backen zu können. Dann habe ich, könnte ich hiermit, kann ich auf jeden Fall 8. Mir 8 holen. Das ist schon mal gut. Brauche aber 12. Okay, das wäre, also es würde heißen, ich hole mir nicht nochmal einen Mann. Das ist einfach vielleicht ganz am Schluss. Mal gucken. Ich hole mir einen Acker. Das ist gut. Dann sehe ich ein. Hier. Zack.
Und das soll ich das erst danach machen. Das habe ich ja immer noch Zeit dafür. Da habe ich immer noch Zeit dafür. Moment. Machen wir es mal wieder zurück. Ich habe ja dafür Zeit. Ich habe Zeit. Das kann nicht sein, dass hier zwei liegen. Habe ich eins zu viel gemacht. Drei liegen. Jetzt müssen ja zwei sein. Ich habe die alle abgeerntet das letzte Mal. Also ich hole mir auf jeden Fall die Rinder, das ist ganz klar. Noch ein Rind mehr, weil gut, noch ein Rind mehr wäre auch nicht schlecht. Die könnte ich ordentlich umwandeln. Dann hole ich mir die Schweine. Viel mehr Platz habe ich eh nicht. Ach, die Schweine, die haben auch keinen Platz. Ah, aber ich könnte sie einfach jederzeit umwandeln. Das ist so ein bisschen eine Hausregel. Die Frage ist, manche Leute spielen es halt so, weil eins kann ja im Haus sein. Ob man das jetzt sofort umwandeln kann oder nicht, ich sag mal ja, ich kaufe das halt und dann geht es sofort ab in die Kochstelle. Zack, für drei Nährwerte. Ja, also dann habe ich hier den Acker gepflügt, das gemacht, dann habe ich jetzt schon mal die Schweine. Danach werde ich auf jeden Fall, ich brauche nochmal mehr Zäune. Ja, ich brauche mehr Holz. Holz. Ich habe aber halt leider nicht, es gibt ja so eine coole Ausbildung, wo man mehr Zäune bekommt. Das ist, aber habe ich halt leider nicht, kann man nicht ändern. Die Rinder habe ich jetzt aber überhaupt keinen Platz. Ja, ich muss dann auf jeden Fall da noch Zäune bauen, das ist ganz klar. Also mit dem dringenden Kinderwunsch, das läuft nicht. Was mache ich jetzt? Nochmal Zaun? Nee. Soll ich mal versuchen zu renovieren? Renovierung kostet ein Schilf, den habe ich ja sogar noch. Und dann Lehm pro... Ja, dann hole ich mir einfach mal den Lehm. Ja, ich werde einfach den Renovierung angehen müssen. Hole ich mir den Lehm. Und dann... Da kann ich auch noch eine Anschaffung. Ah, das hätte ich mir auch mal machen können. Na gut, mache ich so, zack. Hol mir das einfach. Vier Lehm, wenn ich vier Gebäude habe. Die kann ich einfach, die muss ich einfach umtauschen. So, wohne ich im Lehmhaus. Und jetzt könnte ich danach noch eine kleine oder eine große Anschaffung machen. Ich könnte mir noch mal den Brunnen holen. Das lohnt sich gar nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Tischlerei, Töpferei. Oder ich hole mir auf den Lehmofen, kann ich mich bezahlen. Tischlerei, nichts, was Holz kostet. Holz brauche ich ganz, ganz dringend. Ich habe nichts. Also da kann ich nichts kaufen. Ich könnte höchstens eine kleine Anschaffung machen. Lehm oder Steinhaus, hier. Aber dafür darf ich keine Renovierung. Das ist doch Quatsch. Genau zwei Ausbildungen habe ich leider nicht. Das mache ich nicht, weil ich mache vielleicht wirklich noch eine Renovierung. Das ist Quatsch. Okay, gut. Also, dann gibt es halt keine kleine oder große Anschaffung. Ist nicht immer alles super effizient bei mir. Ich gebe es zu. Okay. Gut, jetzt aber, ich mache jetzt zuerst mal den, nicht, dass ich das vergesse, weil das würde mir das Genick brechen. Ich brauche das Holz. Schaf. So, okay. Gut. Gut, also ich brauche auf jeden Fall das. Achso. Rundenkarte sollte ich vielleicht auch noch. Oh, Äcker pflügen und oder aussehen. Okay, aber erstmal die wichtigen Sachen. Ich muss auf jeden Fall mir das Holz holen. Ich kann auch nicht die Nährwerte nehmen, weil ich brauche mehr Zäune. Dann auf jeden Fall Zäune bauen.
Und dafür muss ich mindestens, also drei mindestens, um eins noch einzuzäunen. Und noch zwei bringen mir einfach nichts. Richtig? Bringen mir einfach nichts. Ja, da ist es halt so. Also drei Zäune. Machen wir es vielleicht erstmal so. Ja. Dann wollte ich mir auf jeden Fall hier die Rinder holen. Und werde dann das hier einfach verfespern. Ja, die werde ich beide die werde ich alle verfespern hier. Ja. Es ist nicht optimal, aber es ist halt einfach so. Ich werde dann nochmal das Schwein, ich werde die auch verfespern müssen, weil ich keinen Platz habe. Dann will ich lieber das Rind haben, was sich vermehrt. Die Jungtiere kann ich auch nicht ver... Ja, so. Okay. Dann mache ich so, dann werde ich gleich, damit ich hier Platz habe, nachher auch fürs, dann fürs Jungtier. Und ja. Ja, ich muss das alles verfespern, weil da kommt das Jungtier vom Rind dann hin. Ja, okay. Das heißt, was kriege ich dafür jederzeit? 4, 6, nochmal 6, 12. 12 Nährwerte. Immerhin habe ich jetzt genug zu essen. Das ist doch schon mal ein guter. Das ist schon mal gut. Und dann werde ich jetzt einfach. Ach so. Dann muss ich vielleicht gar nicht Brot backen. Dann muss ich ja gar nicht Brot backen. Dann könnte ich auch den Ackerbau machen. Weil jetzt habe ich echt, ich habe 4 Leute. Ich brauche 12, das habe ich. Ich könnte mir sogar noch einen. Ich könnte mir jetzt entweder noch einen Mann holen oder das mit den Äckerpflügen machen. Ist ja abgefahren. Was mache ich denn da am besten? Aber den kann ich immer noch machen. Da habe ich einfach noch einen, der kostet ja nicht so viel, gibt dann Punkte trotzdem. Ja, so mache ich es. Ich mache jetzt einfach das hier. Ackerpflügen und aussehen. Sieht doch schon ganz okay aus, würde ich sagen. Fertig. Leute kommen zurück und müssen essen. Sind 12 Nährwerte für mich, 4 mal 3. Ernte ab. Vermehren sich ein Schaf. Der kann sich nicht vermehren, aber ich kriege ein Rind und das Rind wohnt bei mir zu Hause. Gut. Letzte Runde. Die Hofsanierung nochmal und danach Zäune bauen. Ja, da versucht man alles voll zu bauen. Das ist gut. Ja, mal gucken, ob ich dich verhalte. Die Hofsanierung, die will ich ja jetzt noch versuchen irgendwie hinzukriegen. Mal schauen, ob das klappt. Essen muss ich natürlich auch nochmal. Okay. Gut. So. Also, was wollte ich machen? Ich will auf jeden Fall, ich habe jetzt noch einen Zug. Ich muss gleich wieder gegessen, aber das ist okay. Ich glaube, vielleicht, wenn ich noch einmal Brot backe, ist es kein Problem. Nochmal Zäune wären halt schön. Dann könnte ich nochmal. Ja, nochmal Zäune wären schön. Außerdem möchte ich die Renovierung machen. Da habe ich auch genug. Okay, da brauche ich das Schilf. Das Schilf kriege ich einfach dadurch. Da spare ich eine Aktion. Gebe ich 2 aus. Ich hoffe, das geht sich nachher aus. Hol mir hier das Schilf. Ja. Und ich will es einfach schaffen. Ich gucke mal einfach. Achso, ja, und die Zäune will ich auch bauen. Nur 2 Zäune bringen mir nichts. Also ich muss mir auf jeden Fall das Holz holen. Das ist zwar bitter, aber es ist so. 2 Holz. Dann will ich die Renovierung noch schaffen und die Zäune bauen.
Gut, das bedeutet hier die Renovierung 1 plus 4. Und dann wohne ich schön im Steinhaus. Ja, das ist gut. Und jetzt habe ich noch zwei Leute. Achso, den Zaun bauen natürlich, nicht vergessen. Mit 4. Brauche ich irgendwie noch das Holz? Ich hoffe nicht. Nee, auf keinen Fall. Ich muss dann eher mich gucken, dass ich einfach nochmal Nährwerte kriege irgendwie. So, also 4. Vier Zäune. Tja, der eine. Ach so, den kaufe ich dann einfach nicht. So, zack. Ja, sieht so ganz okay aus. Aber drei Leerstellen. Ich habe nur noch zwei Leute. Also das kann ich ja gleich mal verfestbaren, weil es bringt eh nichts. Die vermehren sich nochmal, dann können die dahin. Schweine wären nicht schlecht. Okay, das kommt weg. Für 4. So, ich brauche noch... Ich könnte nochmal einen Acker pflügen und aussehen oder Brot backen und aussehen. Ich Brot backe. Ich habe 5. Ich brauche 12. Brot backen könnte ich mir 8 besorgen. Nein, könnte ich dann noch nicht mehr. Einfach das hier noch holen, gibt immerhin Punkte. Ja, mache ich das so. Dann werde ich auf jeden Fall aussehen und Brot backen. So. Brot backen, zweimal. Gibt 8. So, den hole ich mir noch. Einfach nur, weil ich es kann. Habe ich den Krämer schön ausgenutzt. Und jetzt habe ich den letzten Mensch noch. Ich könnte nochmal Ackerpflügen einfach machen. Dann hätte ich nochmal was weg. Oder ich hole mir nochmal einen Mann. Ein Mann kostet... Ich meine, ich habe auf jeden Fall genug. Oder habe ich genug? Ich habe 12. Einer. Ja, der würde aber genau reichen. Also entweder hole ich mir jetzt den Mann nochmal, dann hätte ich nochmal hier 3 Punkte. Oder aussehen, dass einer hier weniger... Mehr Dings bringt mir nichts. Mehr Getreide. Mehr Getreide bringt auch Punkte. Aber auch nur einen mehr. Das einer mehr... Das bringt auch mehr, wenn ich hier 1, 2, 3, nee, mehr als 5 Äcker bringt auch nicht mehr Punkte. Dann hole ich mir jetzt den Mann. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Lösung war, aber ich hole mir einfach den Mann. Ist auch eine schöne Sache. Zack, fertig. Nochmal Ernte. Ich habe 5 Leute. 4 voll, also 13. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. 5, 10, 13. Genau, geht genau auf. Das ist doch schön. Ja, können die alle schön zurückkommen, haben alle schön gegessen, auch ohne Platz, ne? Nicht vergessen. Nochmal Ernte. So, achso, ich hätte mir auch noch die Schweine holen können, aber das wäre nicht so gut. Dann gibt es nochmal die, achso, dafür habe ich eh keinen Platz so richtig. Ja. Ja, gut, habe ich halt keinen Platz. Ist halt so. Okay, fertig. Dann versuchen wir das alles mal zusammenzuzählen. Und gucken mal, wo ich gelandet bin. Ackerblättchen habe ich. 1, 2, 3, 4, 5. Gibt 4 Punkte. Lass mal hier. Hunter. Weiden.
habe ich drei Weiden eingezäunt, gibt 3 Punkte. Na, hier. So, weiter geht's mit der Wertung. Übrigens nicht, dass ihr euch wundert. Ja, ich musste kurz mal auf Kameraton umschalten. Ich habe nicht gemerkt, dass mein Mikrofonaufnahmegerät keine Batterie mehr hatte. Aber ich hoffe, das war trotzdem okay. Also wir waren bei Weiden. Jetzt kommt Getreide. Ich habe hier 4 und auf den Acker noch 2. Sind 6, sind 3 Punkte immerhin. Ist auch ganz ordentlich. Gemüse habe ich sogar 5. Kriege ich 4 Punkte. Schafe habe ich leider nur 4, das sind 2 Punkte. Wildschweine nur 1, immerhin keine Minuspunkte, aber es ist nur 1 Punkt. Und 3 Rinder sind 2 Punkte. Ich war nicht so der Held in der Viehzucht. Ungenutzte Hoffelder habe ich 3, das gibt -3. Eingezäunte Ställe bekomme ich aber 3 Punkte, weil ich 3 eingezäunt habe. Lehmräume habe ich keine. Steinräume habe ich 4, sind 8 Punkte. Personen habe ich 5, sind 15 Punkte. Sonderpunkte habe ich doch 4. Hier, 4 Sonderpunkte. Gesamt, oh, jetzt muss ich zählen, das ist mit der Kamera immer ein bisschen schwierig. Das sind 10, 14, 16, 19, das hebt sich auf. 27, 37, 42, 46. Ich habe 46 Punkte. Das kommt mir sehr viel vor. Ja, entweder ist es wirklich gut gelaufen, aber ich glaube auch hier mit dem Korb und so, das war auch eine ziemlich coole Sache. Übrigens, hier, ich habe meinen Milchkrug vergessen. Ich hätte dann noch mehr Nährwerte bekommen. Ja, habe ich sozusagen sogar ein bisschen schlechter gespielt, als ich sogar noch was zu meinem Nachteil vergessen. Ja, aber ansonsten glaube ich, war das tatsächlich eine gute Partie. Ich hatte am Anfang ja befürchtet, dass es nicht so gut läuft, weil ich schon ein bisschen meine Solo-Fähigkeiten schon so ein bisschen eingerostet sind bei Agricola. Aber wie auch immer, es hat Spaß gebracht. Ich hoffe, ja, es waren keine groben Schnitzer dabei. Wenn nicht, dann auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, damit alle Leute wissen, wie man es richtig macht. Und ich bedanke mich. Wie gesagt, schaut mal rein in meine Vorstellung des Spiels, falls ihr es eh noch nicht gemacht habt. Ansonsten in die Playlist, wo ich noch andere Solo-Spiele gemacht habe. Ich werde, glaube ich, in Zukunft öfter mal so ein paar Solo-Spiele machen. Macht einfach Spaß und kommt ja auch gut bei euch an. Ich sage danke fürs Abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.